Willkommen zurück, ihr lieben Freunde meines Kanals, hier zu Diablo 3 Season 27 des Seasonreise-Let's Play. Ich habe mal wieder Glück gehabt, als ihr nicht mit dabei wart, denn ich habe Armschienen der Nemesis bei Kadala gerollt. Ich habe einfach die Steine, die ich noch hatte, schnell noch bei ihr verrollt nach der Aufnahme. Und was kommt heraus? Armschienen der Nemesis. Schreine und Pylone lassen einen gegnerischen Champion erscheinen. Das Ganze strahlt auch aus, ist also ideal für meine Begleiterin. Hat zwar nicht ihre Werte, ist aber egal, denn es geht ja um den Effekt. Dann habe ich bekommen die Handgelenkschützer, das ist aber eigentlich nicht so wichtig. Ich habe noch Skulars Erlösung bekommen, ich glaube, das war auch nicht so wichtig. Ich glaube, das Einzige, was wirklich interessant war, waren die Armschienen gewesen. Deswegen, der Rest kann alles weg. Das Coole mit den Armschienen ist, sie beschleunigen die Portale wirklich enorm. Wirklich. Kein Witz. So, und jetzt würde ich mal sagen, die würde ich ganz gerne cuben. Für Speer der Urahn packe ich mir aber erstmal alles auf. Die Banken, dann laufen wir auch direkt ein Portal, würde ich sagen. Ich bin auf einem anderen Schwierigkeitsgrad unterwegs. Auf dem 10er. Ist okay, würde ich sagen. Ist okay. So, dann, ja, gehen wir einfach rein, oder? Habe ich noch was für Kadala? Nö, habe ich nicht. Wir gehen direkt rein, Nephalem-Portal. Ein 10er, wie gesagt. Und mein Ziel ist es, einen Schmelzofen zu bekommen. Ne? Es ist die Jagd nach einem Schmelzofen. Ja, 10er kriegen wir jetzt ja relativ easy hin. Es gibt, wie gesagt, auch noch ein Set. Ich habe jetzt mal nachgeguckt, was es gibt. Es gibt ein Set, dass man schneller Atem des Todes bekommt. Allerdings, naja, habe ich da nicht mehr meinen regulären Set-Bonus. Deswegen mal gucken. So, erstmal machen wir den Kleinen hier noch schnell fertig. Der gibt ja auch immer schön Atem des Todes. Oder auch nicht. Gibt er nicht. Das ist natürlich ein bisschen blöd. So, jetzt habe ich hier meinen Schrein der Macht. So, zack. Und sofort spawnt hier eine Elite. Lässt sich von mir legen. Und immer wenn ich jetzt einen Schrein finde, spawne ich da halt auch was. Das finde ich eigentlich ganz praktisch. So. Oh, da unten gleich der nächste. Schön alle auseinandernehmen. Ich muss sagen, ich habe wieder richtig Bock auf Diablo. Alleine schon, weil ich aktuell die Ringe der Macht gucke. Ne? Die neue Herr der Ringe-Serie finde ich ziemlich gut. Und ich muss sagen, ich finde einfach, das Diablo-Fantasy-Universum ist eigentlich immer ganz gut dafür gemacht, wenn man mal einfach schnell ein bisschen Action-Fantasy erleben will. Man kann einfach einloggen. Man kann sofort rein in die Action. Man muss nicht erst irgendwelche großen Tutorials spielen. Ich finde es super. Mir macht das wirklich sehr, sehr viel Spaß. Ich überlege auch, das dürft ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ich ein Story-Let's Play machen sollte von Diablo 3. Ganz einfach, weil ich... Oh, da ist noch einer in der Nähe hier. Da ist er. Oh, das ist sogar einer für Blutsteine. So, her damit. So. Worum es mir dabei geht, ist, dass ich ja den Akt 5 noch nie gespielt habe und ich überlege, ob es Sinn machen würde, eine schöne Story-Let's Play zu machen. Also ohne irgendwelche Hilfen mit dazu, ne? Einfach nur so ein Story-Let's Play. Ich weiß, dass Diablo 3 bei mir auf dem Kanal wirklich ein Liebhaberthema ist. Ganz einfach, weil ich auch nicht so ein guter Diablo 3-Spieler bin. Trotzdem habe ich darauf Bock. Einfach, weil ich super viel Diablo 3 spiele und wenn ich es eh schon selber viel spiele, dann will ich natürlich auch gerne, dass ihr daran so ein wenig teilhabt. So.
Allem merkt ihr das mit den Pylonen. Damit beschleunigt sich die Geschwindigkeit, in der wir ein Portal spielen, schon so enorm. Ne, aber jetzt, zack, hier hinten spawnen wir jetzt direkt den nächsten Boss. Machen ihn fertig. Ja, das ist schon ziemlich cool. Aber ich brauche halt dringend brauche ich den Schmelzofen. Weil der macht halt 50% mehr Damage, ne? Das ist, also es gibt noch ein paar andere Items, die ich brauche, aber ich will dringend mal eine gescheite Waffe gecubed haben. Nee, ich kann hier hinten noch weiter lang gehen. Ich bin hier noch nicht am Ende angelangt. So. Komm, ein kleines Pylönchen noch. Jedes Pylönchen gibt ein Tönchen. Hier ist doch noch ein Elite irgendwo. Erstmal Raziel. Rasieren. So. Boah, ich habe nur einen legendären Gegenstand bekommen, ne? Nur einen einzigen legendären Gegenstand. Ne, Orek, alles ein bisschen schwach auf der Brust, oder was meinst, du? So. Na, immerhin ein paar Edelsteinchen. Wartet mal. Ich wollte zum Buch. Genau, das ist mein Buch. Naja. Gut, dann. Ihr kennt das Prozedere. Wir bauen uns einen Zweihandstreitkolben. Den Cube, den packen wir erstmal in den Cube, hoffen, dass da was rauskommt. Ah, schon wieder nicht. Schon wieder nicht.
Naja, dann bleibt mir nichts übrig, als das nächste Portal zu laufen. Ich weiß, viele machen das ja so, dass sie dann lieber erstmal, keine Ahnung, 500 Atem des Todes farmen gehen und dann damit dann direkt 10 Stück hintereinander verarbeiten. Ich hoffe einfach nach jedem Portal, dass ich genügend habe, um einmal zu craften. Und das ist jetzt wirklich ein schnelles Portal hier. Kommt wirklich sehr viel aufeinander. Ja, also hier habe ich jetzt wirklich mal Glück, was so die Gegnermenge angeht. Ja, das war jetzt mal ein schnelles Portal hier. Geht aber auch ganz schön die Party los, ne? Also. Naja, ich wirbel mich hier so durch. So. Also an die Ebene haben wir dann ja wirklich gleich richtig leer gefarmt. Oha, ein Schwert. Es gibt tatsächlich ja ein Schwert, das wirklich für mich eine sehr starke Verbesserung darstellen würde, was ich mir auch cuben könnte. Also was jetzt nicht besser wäre als der Schmelzofen, aber so eine ähnliche Effektwirkung hätte. Nämlich, dass ich automatisch gleich Zerfleischen mit Wirbelwind auf die Gegner packe. So, das war mal eine geile Ebene hier.
Ach, den Großen haben wir auch gleich mitgetötet. Das ist doch nett. Also solche Ebenen hätte ich gerne öfter, ne? Solche Ebenen hätte ich gerne öfter. So, na dann zeig mal her. Jetzt habe ich ein bisschen, ne, immerhin zwei Items gelootet. So. Wie viele Atem des Todes habe ich? 25 reicht genau für einmal, dass ich es craften kann. Und dann muss ich nochmal 5 Atem des Todes, wenn es klappt, müsste ich nochmal holen, um es dann zu cuben. Ja, Leute, ein Schmelzofen. Oh, wie geil. Schmelzofen. Oh, sehr gut. Sehr gut, das heißt, ich brauche jetzt nur noch 5 Atem des Todes. Und dann haben wir den Schmelzofen-Bonus. Hui, sehr schön. Sehr schön, da können wir nämlich dann weitermachen mit anderem Stuff. Ne? Schade. So, und wieder rein ins Getümmel. Dann haben wir nämlich genügend Portalsteine, um mal ein paar große Portale abzufarmen. Um uns da auch ein bisschen zu verbessern. Aber ja, wir haben es endlich geschafft und haben den Schmelzofen. Lebt hier noch einer von denen oder habe ich die Kugeln verpasst? Ich würde sagen, da lebt auch noch einer von denen. Zwei sogar noch. Wie gesagt, es gibt noch andere Items, die ich natürlich brauche, aber der Schmelzofen, der war jetzt erstmal wichtig gewesen. Ich meine, wenn ich ein Story-Let's Play zu Diablo machen würde, dann würde ich sogar versuchen, so ohne, weiß nicht, würde ich versuchen, ohne Hilfe zu spielen oder würde ich mir tatsächlich sogar so eine geile Waffe rüber flanken, wobei es dann, ich finde es immer langweilig, weil dann freut man sich nicht mehr über Loot. Nee, ich würde versuchen, ohne Item-Hilfe zu spielen, also mir jetzt nicht irgendwie eine Level-70-Waffe auf Level 1 runter machen, weil kann ich ja durch den Edelstein. Also ja, ich glaube, das wäre schon, ich glaube, das wäre schon besser. Ja, die Ebene hier, das Portal ist dann wieder nicht so ergiebig wie das letzte. Das war ja richtig krass. Das hier ist schon wieder sehr langsam.
Wenn man bedenkt, dass es einen Zwischenschritt gibt für die Season-Reise, für die komplette Season-Reise, dass ich ein 13er Nephalem-Portal in unter 4 Minuten spielen muss, da muss dann natürlich noch viel mehr dann stimmen, ne? Also. So, erstmal den Pylon hier clearen. Und dann ab in die Richtung. Da ist nämlich direkt der nächste Brudi. Ja, wir gehen mal weiter. Oder auch nicht. Ich dachte, hier ist schon der Übergang in die nächste Ebene. Ah, hier. Toter Dorfbewohner. Es gibt noch ein paar andere Items, die ich noch mit Atem des Todes bauen möchte. Aber ja, wie gesagt, ich mache dann jetzt trotzdem dann erstmal die normalen großen Portale weiter, weil da ist auch einfach die Chance natürlich am größten, dass man den guten Loot bekommt. Kommt. Schwört eure Meister. Den Quäler. Oh ja, ein Ring. So, und raus hier. So. Mal wieder Leoric Siegelring. Wie so oft. So, mach mal Portal zu. Und wir wollen jetzt eine legendäre Eigenschaft extrahieren. So, Schmelzofen, 50% Schaden gegen Elite-Gegner. Genau. So.
Mal die neuen Punkte vergeben. Und dann habe ich jetzt genügend Portalsteine gesammelt, ne? Können wir mal ein bisschen was Höheres laufen. Können wir mal ja ein 12er. Hab's auch mal erweitert. So. Ja, der Schaden gegen die Elite ist jetzt halt um 50% erhöht. Das boostet meinen Damage natürlich ziemlich nochmal nach oben. Den Pylon direkt noch mitgenommen. Ja, es laufen wir schon ziemlich gut hier, muss ich sagen. Da ist direkt der nächste Pylon, Schildpylon, nice. Das meine ich damit. Man steigert damit die Zeiten, in der man so einen Portal läuft, halt steigert man schon ideal. Also. Ja, laufe ich jetzt wieder in eine Sackgasse? Nö, sieht nicht so aus. So, komm her. Na, schon wieder der Quäler.
Ja, 10 Minuten habe ich jetzt gebraucht. Oh, warte mal. Genau, muss er noch zur Urshi. So, wir das Ding noch weiter aufwerten hier. So. Immerhin, jetzt habe ich ein paar Items bekommen hier. 3 Ringe. Ach ja, guck mal hier. So, Laterne der Gerechtigkeit. Oh, 2-mal sogar. Oh, der Ring ist mit Intelligenz. Das ist gut. Da freut sich doch. Da freut sich doch meine Gefährtin drüber. Ja, der Rest kann weg. Die Armschienen können wir mal mit lagern. Ich weiß nicht, ob ich die schon habe. Weil sie seismisch Schmettern verbessern. So, Kadala. Einheit, ja. So, mein 58er Portal laufen. Ah, 58er merkt man schon, da brauche ich jetzt schon wieder ein bisschen mehr Zähigkeit. Da komme ich mit meiner Zähigkeit nicht so richtig hin. An Damage komme ich hin, aber nicht Zähigkeit.
So, nee, der hat keine weiteren fallen lassen. Da uns noch ein Pylon. Oh, sogar ein Verbindungspylon. Ja, sah am Anfang noch ein bisschen doof aus mit dem Portal. Aber es funktioniert doch sehr gut. Oh, ich vergesse schon wieder, dass ich noch natürlich noch zu ihr ran möchte. So. Will ich um meine Lebensregeneration natürlich noch zu steigern. Oh, Blackthorn, ne? Es gibt einfach so Items, da fragt man sich, warum die im Spiel sind. Blackthorn gehört mit dazu. So, jetzt können wir noch einen 60er-Portal machen. Oh Gott. Heidewitzka, das geht aber echt gut ab hier. Okay, also 60er wird dann so die Stufe, auf der ich mich dann erstmal
weiter aufhalte. Ja, wobei, wie gesagt, Bosse lege ich ja ziemlich schnell. Also alles, was Orbs gibt, kriegt ja richtig schnell von mir auf die Fresse. Ja, also Survivability ist echt ziemlich gut, muss ich sagen. Oder auch nicht. Leute, wo bleiben denn eure Bosse hier? Bei denen mache ich doch extra viel Damage. Das wäre so ein richtiges Trash-Portal. Also man kriegt es zwar hin, aber...
So, weiter hier. Ja, immerhin jetzt auch noch das 60er Portal, also. Ja, das war jetzt gar nicht mal so schlecht. Oh, das Schwert könnte das Schwert sein, was ich brauche. Nee, ist nicht das Schwert. Na, schade. Hm. 17% Zähigkeit, ne? Das ist natürlich nicht schlecht. So, wie viele... Ich glaube, ich habe nicht so viel Atem des Todes gerade, ne? Nur 11 immerhin. Ah, das ist mal nicht schlecht hier. 17% Zähigkeit, ne? Wenn ich das hier drauf packe, will ich zwar meinen Set-Bonus, bekomme aber instant mehr Zähigkeit. Habe ich denn noch sonst Waffen? Ja, hier, wenn ich das mit die beiden benutzen würde. Naja, hätte ich schon. Und hätte ja auch noch einen Platz für einen Sockel. Könnte man mal ausprobieren. Oder in die Kombination. Wobei das mit dem Sockel natürlich keine schlechte Idee ist. Oder ich nehme natürlich das Ding hier mit. Ja, dann fühle ich mal wieder Zähigkeit ein bisschen, aber es geht. Die Kombination kann natürlich damage-technisch richtig gut sein. Vor allem dann mit einem besseren Sockel versehen. Das kann keine schlechte Kombination oder muss keine schlechte Kombination sein. Ja, den Dornschaden müsste man mal umrollen. Da muss man was Besseres hin als Dornschaden. Was kann da rauskommen? Ja, ich aber auch nicht so mega spannendes kann dabei rauskommen. So, ihr lieben Freunde meines Kanals, ja, wir können jetzt mal erstmal noch schnell eine Runde moggen, weil irgendwie gefällt mir mein Mog gerade nicht. So. Ja, guck mal, es sieht doch viel geiler aus. Ja, es sieht doch viel besser aus. So, ihr lieben Freunde meines Kanals, wir haben heute immerhin ein bisschen Fortschritt gemacht. Einen Schmelzofen haben wir uns gepackt. Unsere Zähigkeit ein bisschen erhöht, Schaden erhöht. Das bedeutet, ich probiere jetzt nächstes Mal, probiere ich ein reguläres Portal 14 zu laufen. Mal gucken, wie gut oder schlecht das funktioniert. Was habe ich eigentlich für eine Brust bekommen? Oh, eine Ödlandebrust. Aber mit... Warum ist da weniger Zähigkeit? Wartet mal, wie ist denn das nach auf weniger Zähigkeit?
Ist das wegen den Sockeln, die da drin ist? Die da drin sind? Nö. Sehr gut. Ist also die Sockel. Das heißt, die Sockel da rein. Bums. Mehr Zähigkeit nochmal. Dachte ich mir so. Habe ich wieder weniger Zähigkeit? Warte mal, hä? Also manchmal verstehe ich diese Anzeigen nicht. Ja, damit habe ich mehr Zähigkeit. Und wenn ich das Ding dann unten umwandle. Warte mal, das probiere ich ganz kurz nochmal aus. So, Set-Gegenstand umwandeln. Komme ich Hände? Oh, das hat sich gelohnt. 3,7% mehr Schaden, 7,9% mehr Zähigkeit. Das hat sich gelohnt, das Umwandeln. Okay, ja, also nächste Runde probieren wir mal einem 14er-Portal zu laufen. Ich habe Bock. Und dann gucken wir mal, ob wir das hinkriegen. Ihr lieben Freunde meines Kanals, ich bedanke mich ganz doll fürs Zuschauen. Sehen und hören uns wieder in der nächsten Runde. Diablo 3, Season 27, das Season-Reise-Let's Play. Warte mal, wir können natürlich noch ganz schnell mal unsere Paragon-Punkte vergeben, weil da habe ich ja einige wieder hier. Hui, Stärke. Hui, so. Ja, ich glaube nicht, dass Rüstung das Beste ist, aber ich kann doch eigentlich immer zurücksetzen. Wartet mal. Dann gehen alle Schadensarten. So. Und dann so. Und hier packen wir noch Leben pro Treffer mit rein. So. Sehr gut, ihr lieben Freunde meines Kanals. Bedanke mich ganz doll fürs Zuschauen. Wir hören uns wieder in der nächsten Runde. Diablo 3, Season 27, das Season-Reisen-Let's Play. Haut rein, gehabt euch wohl, BB. Euer Hyuga.